Ich habe angefangen mit einer ganz normalen Lehre in einem kleinen Ort in Süddeutschland, habe dort eine Fotografenlehre gemacht, habe Hochzeitsfotos gemacht, ich habe assistiert, ich habe Kommunionskinder fotografiert. All die Dinge, die mich wenigstens so weit gebracht haben, dass ich wusste, dass ich das nicht mehr machen möchte, wenn ich mal weiterkommen sollte. Na, also man sucht ja dann. Na, und meine Suche war mit Großformatkameras. Meine Suche war, einen anderen Blick zu finden. Ich habe viel Landschaften fotografiert und viel gereist und habe mich im Bereich Schwarz-Weiß und Labor viel auseinandergesetzt mit der Fotografie. All das hat dazu geführt, dass ich, ohne dass ich das gemerkt habe, zusammen mit der Studiofotografie einen ganz eigenen Look entwickeln konnte. Und wirklich zum Vorschein getreten ist der erst, als ich zum ersten Mal dieses komische, wie heißt dieses Pixelprogramm, Photoshop in der Hand hatte, dachte ich, damit kannst du das alles umsetzen, was du die ganze Zeit im Kopf hast. So ging das ungefähr. Ich würde gar nicht mal sagen, dass es so viele Bereiche sind, die ich abdecke. Also ich mache beispielsweise keine Beauty-Fotografie. Ich fotografiere kaum Porträts, sehr wenig Menschen. Das ist überhaupt nicht das, was ich abdecken würde. People, dieser ganze Bereich. Aber die Sachen, die ich mache, da bemühe ich mich zumindest, sämtliche Komponenten selber zu fotografieren, zu bearbeiten, sogar zu maskieren, freizustellen. Das finde ich schon wichtig, dass ich das alles selber mache. Also beispielsweise habe ich vor nicht allzu langer Zeit ein Modell gebaut aus Zuckerwürfel. Das waren 23 Kilo Zucker, die ich dafür gebraucht habe. Ich habe eine Rennstrecke gebaut für ein Gefährt, was ein 3D-Design entstanden ist. Und das Modell allein war fast 3 Meter lang. Oder ich habe eine Korkwelle gebaut, eine Welle aus Weinkorken, aus 3000 Korken, die ich mir... Es war gar nicht so einfach, die zusammen zu trinken, diese Korken. Ja. Aber es hat funktioniert, mit der Hilfe von vielen Freunden. Und deswegen, ja, wenn erst solche Modelle gebaut werden, dann ist es natürlich nochmal ein Stück aufwendiger, die dann später fotografiert und dann im Composing verwendet werden. Die Korkwelle war aber schon aufwendig. Nehmen wir doch mal das Bild vom Monorail Train. Ja, das ist ein Zug, der durch eine Landschaft fährt, der aber nur auf einer Schiene fährt. Also es gab wirklich mal so ein Ding. Es gab wirklich mal einen Zug. In England ist der, glaube ich, gefahren. Der hatte nur eine Schiene. Uralt, ne? Wirklich. So, und diesen Zug habe ich als Fantasy-Objekt nachgebaut. Und da ist es verhältnismäßig einfach zu erklären. Die Landschaft als Fantasy-Landschaft zu bauen, würde gehen. Aber damit sie fotorealistisch wirkt, wäre es verdammt viel Arbeit. Das fotografiere ich natürlich. Den Zug dagegen, also eine Dampflok umzubauen, dass die bloß noch eine Spur hat, das ist, um es überzeugend darzustellen, so viel Arbeit, das würde sich fotografisch einfach nicht lohnen. Das ist einfach nicht sinnvoll. Also baue ich doch den Zug in einem 3D-Programm, fotografiere die Landschaft dazu und die beiden Dinge zusammen, die muss ich dann halt miteinander verschmelzen mit ein paar Techniken, sodass die dann wirklich wie aus einem Guss wirken. Ich schreibe relativ viel für beispielsweise für die Dogma, für Zeitschriften, die sich um die Bildbearbeitung kümmern. Ich habe insgesamt, glaube ich, 6 oder 7 Bücher über das Thema geschrieben. Also es ist ein Teil dessen, was ich tue. Ich gebe das Wissen weiter. Ich mache das fürchterlich gerne, gebe eben auch Workshops, um sowas zu vermitteln. Ich bilde ja nicht nur Fotografen aus, sondern ich gebe diese Workshops ja auch bei Agenturen, um die Agenturen das machen zu lassen, was sie eigentlich an Leute wie mich geben müssten. Also wenn man das mal so betrachtet, ist es tatsächlich so. Es ist auch ein Riesenvorwurf in dieser Branche, immer wieder, dass die Branche sich selbst abschafft, indem sie Hinz und Kunz ausbildet. Ja? Sehe ich aber überhaupt nicht. Ich muss mich da total dagegen verwahren sozusagen, weil wir haben heutzutage die Produktionsmittel, die früher fürchterlich viel Geld gekostet haben, die hat heute jeder im Schrank liegen. Ja? Das ist vom Rechner über die Software bis zur Kamera. Selbst Blitzanlagen kosten heute einen Klacks im Vergleich zu dem, was sie noch vor ein paar Jahren gekostet haben. Und die Leute wollen wissen, wie sowas funktioniert. Die wollen damit was Kreatives machen. Und ich bin der es ihnen erzählt. Und wenn jetzt wirklich jemand glaubt, dass er meine Kreativität einfach nachahmen kann, soll er das probieren, finde ich super. Wenn er wirklich kreativ ist, dann braucht er mich gar nicht. Und wenn es nicht ist, dann kann der Nachahmen so viel er will, er wird es. Also ich
kann nur jeden ermuntern, ey, lernt was das Zeug hält, seid kreativ, macht sowas. Es gibt auch keine Geheimnisse, die ich lieber nicht verrate, weil das sind nur meine Geheimnisse, Quatsch. Ja? Ich google danach und ich kann sie innerhalb von kürzester Zeit sozusagen ganz leicht mir woanders herholen, wenn ich es nicht verrate. Ne? Also ich finde es richtig, sowas zu tun, und ich werde damit auch weitermachen, klar.